Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute euch zeigen, wie man so einen Stoffkranz macht, auf einem Styroporkranz. Dazu braucht ihr Stoffreste. Ich habe hier ein altes Tuch genommen. Hier habe ich auch noch ein paar Stoffreste. Ihr braucht Quadrate, 6x6 cm. Ich habe hier erstmal Streifen geschnitten, die lege ich übereinander. Und dann ungefähr, also es muss nicht ganz genau passen, das sieht man sowieso nicht mehr, schneide ich hier die Quadrate 6x6 cm. So. Dann braucht ihr irgendwas zum Reinpieksen. Ich nehme jetzt hier einfach die Rückseite von einem Pinsel. Ihr könnt auch ein Holzstäbchen nehmen. Und den Stoff. Das ist nun etwas dünner, dann wurschtel ich den schon mal ein bisschen zusammen. Und ich habe hier schon ein paar Blümchen gemacht. So, er geht einfach so ein bisschen seitlich rein. Und reindrücken. Fertig. Direkt daneben. Ein bisschen seitlich rein. Reindrücken. Fertig. Das muss man jetzt natürlich nicht 300 Mal machen, aber ich habe es jetzt so gemacht, dass ich erstmal die bunten Bereiche mache und den Rest mache ich dann einfarbig. Ihr braucht zum Schluss nur noch ein Band. Das könnt ihr entweder so rumbinden oder auch reindrücken und mit Heißkleber fixieren. Ich hatte geplant, dass ich dann noch ein paar Dekoblümchen dazwischen klebe. Mal gucken, ich glaube, ich habe auch noch was Weißes. Und dann zeige ich euch das fertige Produkt. Bis gleich. Und fleißig geht es weiter. Ich nehme es jetzt so in die Hand hier. Dann ist es nicht so anstrengend für den Daumen. Zack. Es geht echt gut. Doch schon nicht schlecht aus, ne? Wenn da noch ein paar weiße Blümchen oder sowas dazwischen kommen oder Schmetterlinge. Und weiter geht's. Da ist das fertige Werk. Ich habe noch eine Lichterkette dazwischen gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und vielleicht auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, eure Angie.